Ja, herzlich willkommen hier bei Money for Future. In diesem Video ist es ein bisschen anders als sonst, weil leider mein Mikrofon den Geist aufgegeben hat. Deswegen werde ich jetzt hier einfach eine Audiodatei dahinter legen und ich möchte euch aber trotzdem die ganzen Bilder nicht vorenthalten. Ich hatte ein riesiges Glück. Ihr kennt vielleicht den Bericht über den U5. Ich blende das euch auch nochmal hier ein. Das ist ein, ja, chinesisches Auto. Sieht ziemlich cool aus. Es ist ein SUV und ist von der Firma A-Ways. Und diese Firma ist von China bis nach Europa gefahren. Eine unglaublich lange Strecke von 14.000 Kilometern. Und wie es der Zufall will, habe ich in Leonberg an einem Schnelllader geladen, in einem Kaufland, der mit 50 kW auch relativ schnell ging und kostenlos war. Und als ich wieder rauskam, stand plötzlich dieses Auto neben mir. Und ich habe hier den Kollegen mal für euch so ein bisschen interviewt und wollte euch jetzt mal sozusagen die Bilder zeigen und auch so ein bisschen erzählen, was er mir dann zu diesem Auto erzählt hat. Also steigen wir einfach mal ein und ja, ich gebe dann so ein bisschen hier mein Bestes. Ich bin halt an diesem Supercharger angekommen, hatte dort Termin in der Gegend Stuttgart und kam dann aus dem Supermarkt raus und habe mich schon gewundert, weil ich das Auto halt noch nie gesehen hatte. Und ja, wer jetzt ein bisschen länger den Kanal schaut, der weiß, dass ich schon das ein oder andere Elektroauto schon mal getestet habe. Und da ist er. Dieses Auto ist wirklich von China, also von Xi'an, bis nach Frankfurt gefahren und sie sind über Kasachstan beziehungsweise Russland, dann Norwegen, einmal, also Lettland, Norwegen, Schweden, dort einmal rum. Ich zeige euch gleich auch nochmal die Karte. Das Witzige ist, dass die Karte auf dem Auto sozusagen aufgedruckt ist. Und ja, das ist der Kollege, der mir die ganzen Sachen mal gezeigt hat. Ihr seht hier auch den Innenraum, wie ich finde, ziemlich cool. Also sehr futuristisch ist es jetzt nicht besonders, aber es ist auf jeden Fall ein ganz hoher Standard oder sieht qualitativ sehr gut aus, wie ich finde. Und wir konnten da jetzt nicht wahnsinnig viel reinfilmen, weil überall waren Kabel und Laptops. Die Jungs haben mehrere Autos gehabt und da waren zwei Ingenieure, also zwei Software-Ingenieure, die haben alles Mögliche getestet und als sie an dieser Ladestation gestanden haben, da haben sie die Ladung getestet. Es war halt ganz interessant für mich mal zu sehen, aber natürlich, wie ihr seht, da unten sind Kabel, die irgendwelche Daten abfragen und das Auto war halt auch vollgepackt mit Sachen, wenn da drei Leute 14.000 Kilometer unterwegs sind. Sie haben insgesamt 53 Tage gebraucht, um von China nach Europa zu kommen. Und hier seht ihr auch die ja, Tür noch mal so ein bisschen, wo ich so auf die Materialien eingegangen bin. Im Hintergrund rede ich natürlich die ganze Zeit auf Englisch und auf Deutsch gemischt und gebe so meine Kommentare zu dem Auto. Die Materialien waren sehr gut verarbeitet, wie ich fand, waren eine sehr hohe Qualität. Und ja, jetzt schneiden wir mal hier so ein bisschen weiter. Es ist auf jeden Fall ein schönes Auto, wie ich fand. Und der Kollege hat mir gesagt, dass das Auto, so wie es da steht, 35 bzw. 36.000 Euro kosten soll, wenn es auf den europäischen Markt kommt. Das ist natürlich ein, ja, ich sag mal, Hammerpreis, weil die Größe von dem Auto war schon, ja, sag ich mal, der Audi e-tron mäßig, also wie so ein Q7 fast. Oder ein Porsche Panamera. Es war wirklich ein großes Schiff. Ich zeige es euch gleich auch nochmal hier von der Seite, dass ihr es das mal so ein bisschen besser seht. Springen wir gleich mal so ein bisschen rein hier und machen da den Cut. Der Chinese war sehr freundlich und hat mir dann auch nochmal so einen Blog von seinem Auto gegeben, wo ich dann nicht vergessen sollte, wie denn der Name von dem Auto ist, weil ich kannte es überhaupt noch nicht. Ich habe gesehen, bei Automotor Sport, blende ich euch hier nochmal ein, gab es sogar einen kleinen Artikel darüber und die durften den auch schon fahren. Naja, und wir durften ihn jetzt halt einmal auch wirklich sehen. So ein bisschen zu den technischen Details von dem Auto. Ja, da blende ich gerade nochmal das Ding ein. Nochmal ein bisschen zu den technischen Details. Also er hat eine Batterie von 65 Kilowattstunden, was
für so ein großes Gefährt gar nicht so wahnsinnig viel ist. Das sind also nur eine Kilowattstunde mehr als der Kona Elektro. Und das Auto schafft insgesamt 400 Kilo, also mehr als 400 Kilometer Reichweite. Ich zeige euch das jetzt hier gerade mal. Sieht richtig schön aus in meinen Augen. Ist gelungen, also für ein chinesisches Auto vor allen Dingen, ist es einigermaßen gelungen. Man sieht es hier U5 und auch die ganzen Länder, wo sie durchgefahren sind. Sie haben hier die ganze Strecke einmal drauf gemacht, dass man auch sieht, ich habe jetzt das Logo auch nochmal gefilmt, China, EU, da wollen sie diese Tour sozusagen als eine Art, ja, Marketing-Tour nutzen. Ich bin jetzt einmal so ein bisschen um das Auto rumgegangen, da sieht man auch, dass sie eine CCS-Ladebuchse haben, auch von vorne, von der Seite, finde ich, sieht das Auto gut aus, muss man sagen. Und dann hat der Kollege mir freundlicherweise auch nochmal ein kleines Interview gegeben. Also man sieht hier, es ist auf jeden Fall ein ja, normaler Standard von Auto und für den Preis ist das natürlich wirklich ein ziemlicher Hammer. Ich erzähle jetzt nochmal hier so ein bisschen was drüber, wie ihr seht, habe ihn dann halt auch nochmal so ein bisschen interviewt. Super nett, dass sie das so spontan gemacht haben. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch schon fast alles erzählt, was ich erzählen wollte zu dem Auto. Ich habe jetzt einmal nochmal die Tour hier ganz genau abgefilmt. So, ich zeige euch jetzt nochmal hier die Route im Langsam. Also die sind in Xi'an gestartet und dann über Dunhuang, weiter über Almaty, Astana, also Kasachstan da oben, Kasan, Moskau, St. Petersburg, Toptür, Olive, dann Göteborg, Oslo, Hamburg, Amsterdam, Paris, Zürich und Frankfurt. Ist natürlich ein Mordsritt, sage ich jetzt mal. Und ich habe die Jungs halt dort in Stuttgart bzw. Leonberg getroffen. Richtig coole Sache, dass sie das gemacht haben. Und wenn das Auto wirklich die 400 Kilometer schafft, dann ist es ja trotzdem noch ein Ritt, sag ich mal, weil auch die Ladeinfrastruktur wahrscheinlich in manchen Ländern nicht ganz so gut ausgebaut ist, wie hier in Deutschland beziehungsweise in Europa. Und das wird wahrscheinlich schon ein ziemlicher Ritt gewesen sein. Zu der Ladeleistung vielleicht nochmal ganz kurz. Also er hat mir erzählt in dem Interview, wo wir da gerade sprechen, dass er hier mit 80 kW laden könnte. Also das ist die maximale Ladeleistung. Und dass er natürlich auch wieder am Anfang ein bisschen langsamer lädt, am Ende auch ein bisschen langsamer lädt. Aber maximale Schnellladeleistung ist 80 kW, was jetzt auch nicht viel schneller ist als der Kona. Bei dem Akku ist das eine ziemlich gute Leistung, wie ich finde, bei 65 Kilowattstunden ist das schon in Ordnung, wenn der dann, wenn der dann 150 kW laden kann, ist das schon sehr, sehr, sehr gut. Deswegen, so ist es ein gutes Mittelmaß und ja, wie ich finde, eine ganz gelungene Geschichte. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein paar Auto-Ausschnitte drin haben. Dass man hier den Namen nochmal sieht, iWise. Für mich war das wirklich eine Premiere, weil ich das noch, überhaupt noch nie gesehen hatte. Und den Kofferraum wollte er mir dann nicht zeigen, weil da so viel Krimskrams drin war. Aber ja, ich frage mich auch, ob die einfach so mit diesem Nummernschild, was sie da hatten, durch Europa fahren können. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Weil sie gar kein richtiges Nummernschild hatten, aber anscheinend hatten sie da wohl keine Probleme. Jo, das war es jetzt soweit von mir und diesem U5. Leider aufgrund des Tons muss ich mich nochmal entschuldigen, dass das jetzt nochmal so aus dem Off kommt. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder auch den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr kein Video mehr und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.